Dieses Video hat nichts mit dem Thema Songwriting zu tun, aber ich möchte euch gerne hineinnehmen in das, was wir jetzt gerade erleben. Komm, wir nehmen dich mit auf unsere Reise nach Nordafrika. Dieser Kontinent, diese Stadt, in der wir unterwegs sind, ist von Ecke zu Ecke unterschiedlich. Da sind Orte mit Prunk, es gibt Orte mit Grün, doch vor allem ist es staubig und die Wüste ist allgegenwärtig. Aber das, was uns am meisten in die Augen fällt, ist die Armut. Genauso wie der Staub ist sie überall anzutreffen. Diesen Morgen verbrachten wir in einer Schule. Als Lehrer und Erzieher konnten wir die Lehrer vor Ort mit Tipps ermutigen. Danach nimmt uns einer dieser Lehrer mit zu einer Mutter mit ihren Kindern. Wie so viele in diesem Teil der Stadt sind sie auch aus Nuba, einer Bergregion im Sudan, vor Bürgerkrieg, Bomben und Ausbeutung geflüchtet. Hier sind sie sicher vor der Gewalt. Doch leicht ist es für sie hier nicht. Rina, so heißt die Mutter, lebt mit ihren 5 Kindern in einer kleinen Wohnung. Ihren Mann hat sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Er konnte nicht mit ihr flüchten. Jakob, der älteste Sohn von Rina, öffnet uns. Rina selber ist nicht da. Die Miete ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ist teuer. Rina arbeitet von früh bis spät als Putzfrau, um die Miete bezahlen zu können. Das erzählt uns ihr Sohn. Währenddessen sind die Kinder zu Hause, denn das Geld reicht nicht aus, sie in die Schule zu schicken. Wir treffen die 4 Söhne und die Tochter von Rina auf einem mit Stoff und Matratzenteilen geflickten Sofa. Was hätten sie auch sonst machen können? Dabei würden sie gerne in die Schule gehen. Sarah, die Tochter von Rina, erzählt uns, dass sie gerne Doktor werden möchte. Und der kleine Sharif fügt mit einem leisen Lachen hinzu, er möchte ein Lehrer werden. Er ist der Einzige, der uns wie ein fröhliches Kind vorkommt. Die älteren Kinder sind schüchtern und lächeln kaum. Mit ein bisschen Überredungskunst und sehr schüchtern erzählen die Jungen, dass sie davon träumen, als Koch und Kfz-Mechaniker zu arbeiten. Sie zeigen uns die Wohnung. In der Küche gibt es kein Licht. Und auch sonst sieht es nicht wirklich an der Küche ähnlich. Es gibt kein Herd, kein Geschirr, kein Essen. Der Lehrer führt uns in das Schlafzimmer. Dort steht ein einziges Bett. Ein Bett für 6 Leute? Die Kinder erzählen uns, dass immer jemand auf dem Boden schlafen muss. Wir schauen genauer hin. Der Boden besteht aus harter Bausubstanz. Hier würde ich ungern schlafen. Finde ich Campen doch manchmal schon unbequem. Ami zeigt uns den Balkon. Der Blick fällt auf die Straße. Ein Streuner sucht im Müll nach etwas zu essen. Eine Gruppe Schüler läuft vorbei. Als wir gehen, erhaschen wir einen kurzen Blick in das Bad. Der Wasserhahn ist zur Seite gedreht. Große Wasserkanister stehen in Mengen im Bad. Sie müssen wohl ihr Wasser die 4 Stockwerke hochtragen. Sie haben kein fließendes Wasser? Die Kinder bestätigen unsere Vermutung. Als wir gehen, drehen sich unsere Gedanken um ihr Schicksal. Wir sind uns einig. Wir würden gerne helfen. Wir würden gerne ein bisschen Hoffnung in den trüben Staub bringen. Am nächsten Tag treffen wir die Mutter in der Nähe der Schule. Wir machen gemeinsam ein Foto. Dann erzählt sie uns von ihrer Arbeit, wie lange sie nichts von ihrem Mann gehört hat und dass sie und ihre Tochter Amnesie leiden und regelmäßig zum Arzt müssen. Aber sie erzählt auch, dass sie im Glauben hofft und für eine bessere Zukunft für ihre Kinder betet. Sie hat eine beeindruckende Ausstrahlung. Sie wirkt gefasst. Die Kinder neben ihr wirken dagegen hoffnungslos. Und deswegen erzählen wir es dir. Wir sind jetzt noch 3 Tage hier. Können wir etwas verändern? Ein bisschen Hoffnung geben? Du kannst es. Mit Unterstützung unseres Gastgebers vor Ort haben wir eine Liste mit Notwendigkeiten zusammengestellt. Suche dir etwas aus, was dem Preis entspricht, den du gerne geben würdest und kaufe es dort für die Familie. Ganz einfach, wie Online-Shopping. Am Samstag werden wir alles, was zusammengekommen ist, der Familie bringen und vielleicht auch einen Klempner und einen Elektriker bezahlen können. Vielleicht entscheidest du dich auch, einem der Kinder die Schule zu ermöglichen, damit eins der Kinder seinem Traum ein bisschen näher kommt. Schenke der Familie ein bisschen Hoffnung.